Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Mit noch ein paar Neuigkeiten. Ich chill hier gerade. Moment. Zock ein bisschen Hearthstone und schau mir Game of Thrones an. Neueste Folge. Und da kamen wieder ein paar Neuigkeiten. Beziehungsweise mehr nähere Infos zu Mewtwo jetzt. Und zwar erscheint er in exklusiven Raid-Kämpfen. Also es gibt zwei Nachrichten. Und zwar der erste Teil ist über Mewtwo. Und der zweite Teil ist über die anderen Legendären. Das ganz kurz kann ich jetzt bereits erwähnen. Und zwar vom 14., also ab heute bzw. morgen wegen Zeitverschiebung, bis zum 31. werden Lugia, Arctos, Zapdos und Lavados gleichzeitig kommen. Sprich, die anderen zwei Vögel, Arctos und Lavados, die bereits weg sind, werden wiederkommen. Das heißt, für alle, die ihre Chance verpasst haben, die kriegen nochmal eine Chance, die anderen Vögel zu bekommen. Und für die anderen, zum Beispiel ein Kollege von mir macht gerade sein, Moment, wie heißt das, Staatsexamen, lernt gerade dafür richtig hart und hatte noch keine Zeit für Zapdos, obwohl er Team Gap ist, und hat mir gerade geschrieben, ob heute irgendwas geht, weil heute letzte Chance gewesen wäre, aber zum Glück für ihn wird es verlängert auf den 31. August, also kann er in Ruhe noch weiter lernen und dann gechillt sein Zapdos bekommen. Schreibt unten rein, falls euch noch irgendein Vogel gefehlt hat und ob ihr das feiert. Ansonsten für die anderen Süchtigen heißt es weiter Raid Tour, bis die alle 100% bekommen. Und oh mein Gott, ich kacke hier gerade ab. Oh, traurig. Da habe ich das Game verloren. Auf jeden Fall, das war der erste Teil. Der zweite Teil geht um Mewtwo. Also beziehungsweise das war der zweite Teil, der erste Teil geht um Mewtwo. Und zwar, soll ich das vorlesen? Ja, ich lese das mal kurz vor. Trainer. Heute haben die Trainer beim Pokémon Go Stadium Event in Yokohama, Japan, das legendäre Pokémon Mewtwo in der echten Welt willkommen geheißen. Okay. Tausende Trainer haben mitgemacht und konnten Mewtwo sowohl besiegen, als auch ihren Pokédex hinzufügen. Ich habe gehört, 100% Fangrate wieder, aber diesmal war es auf 1 limitiert. Wenigstens hat Niantic daraus gelernt. Wobei ich bei einem gesehen habe, der hatte mehr Bonbons als 6. Aber vielleicht hat er die Sonderbonbons eingesetzt, keine Ahnung. In den kommenden Wochen werdet auch ihr die Gelegenheit bekommen, in exklusiven Raid-Kämpfen gegen Mewtwo anzutreten und es zu fangen. So, was sind exklusive Raids? Exklusive Raid-Kämpfe sind den bestehenden Raid-Kämpfen ähnlich, haben aber einige nennenswerte Unterschiede. Exklusive Raid-Kämpfe werden regelmäßig an Arenen weltweit erscheinen. Aber im Gegensatz zu den aktuellen Raid-Kämpfen werden Trainer zu exklusiven eingeladen. Um eine Einladung zu erhalten, müssen Trainer vor kurzem einen Raid-Kampf in der Arena bestritten haben, in der exklusive Raid-Kampf erscheinen wird. Die Einladungen enthalten eine Ankündigung, wann der Raid starten wird, und geben Trainern damit genug Zeit, sich untereinander abzustimmen, um sich dem mächtigen Raid-Boss entgegenzustellen. Sehr, sehr kompliziert, finde ich. Also ich habe da echt keinen Plan, was genau heißt. Und die Gruppen flippen aus wegen der Ankündigung. Aber ich schalte das mal kurz ab für das Video jetzt. Mewtwo ist das erste Pokémon, das Trainer beim exklusiven Raid-Kampf antreffen können. In den nächsten Wochen können aber auch andere mächtige Pokémon aus den Raid-Eiern schlüpfen. Sehr interessant. Was soll bitte mächtig sein von den anderen Pokémon? Die Vögel wird es weiterhin geben, habe ich gerade erzählt. Und was soll außer den Vögeln und Mewtwo mächtig sein? Also schauen wir mal. Das ist sehr interessant. Bereitet euch gut auf den Kampf gegen Mewtwo vor, indem ihr eure Pokémon in Topform bringt und Raid-Kämpfe in Arenen bestreitet. Alles klar. So, jetzt nochmal diesen einen Teil analysiert, weil der ist echt kompliziert. Exklusive Raid-Kämpfe tauchen random auf, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Irgendwo. Random Arena. Okay. Und wenn du in der Arena vor kurzem, man weiß halt die Zeitspanne nicht, innerhalb 24 Stunden, 48 Stunden, eine Woche, was weiß ich, ein Raid bestritten hast, kriegst du eine Einladung. So wie ich das verstanden habe. Ihr könnt natürlich unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es verstanden habt, oder falls ihr Näheres wisst, oder falls andere das schon interpretiert haben, oder wie das halt wirklich ist, weil ich werde daraus nicht ganz so schlau. Dann kriegt man eine Einladung und dann irgendwann, im Video hat man es gesehen, also nicht im Video, in den Screenshots, 9 Stunden für Mewtwo. Und dann kann man die
Leute versammeln und dann gegen das Mewtwo antreten. Wenn es so ist, dann ist es halt echt komisch. Zum Beispiel Raid-Turn für Mewtwo würde gar nicht gehen, weil du musst halt eine Arena haben. Das Mewtwo muss halt in einer Arena sein, wo du halt öfter schon mal, wo du halt regelmäßig bist und da schon mal teilgemacht hast, ein Raid. Und wenn du eine Raid-Tour machst durch ganz München oder so, geht das natürlich nicht. Aber selbst hier bei mir 5 Arenen gibt und wenn ich jetzt zum Beispiel heute ein Raid mache, dann ist meine Chance, falls überhaupt ein Mewtwo bei einer von den 5 Arenen kommt, 1 zu 5. Und ich habe echt keine Ahnung, wie das laufen soll, weil wenn ich mir das so vorstelle, nur in einer Arena, wo du ein Raid bestritten hast, es sei denn, es wird speziell markiert, zum Beispiel jetzt ist da ein Zapdos Raid zum Beispiel und da wird speziell markiert, hey, das ist ein exklusiver Raid-Kampf. Dann könnte man natürlich die exklusiven Raid-Kämpfe wieder farmen, scannen und abfahren für die Touren und dann vorbereiten für die Mewtwo's. Aber ich weiß nicht, ob die es so vorhaben, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, auf jeden Fall, alle Vögel jetzt bis zum 31. Wie die es gesagt haben, der Sommer wird legendär. Die legendären Vögel werden weiterhin da sein. Mewtwo auch am Start. Keine Ahnung genau, wie das läuft. Wie gesagt, wenn ihr dazu mehr Informationen habt, unten in die Kommentare. Ansonsten natürlich eure Meinung zu den Vögeln. Aber das war's. Zockt noch ein bisschen Hearthstone und macht ein paar Erledigungen. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Ich habe gerade gesagt, was ihr kommentieren sollt. Ansonsten folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.